Robert Brillinger, bin bei KTM zuständig für die Entwicklung der Straßenmotorräder, Ein- und Zweizylinder. Und wir sind hier bei der 96 Duke R, der Weiterentwicklung der Duke, erster Linie auf Performance-Richtung. Wir haben jetzt einen Einzylinder mit über 70 PS. Wir haben das Fahrzeug dazu angepasst, Fahrwerk angepasst, die Komponenten veredelt, die normale Weiterentwicklung für ein R-Modell. Hier haben wir jetzt unsere Concept Bikes. Das ist das, was wir uns vorstellen, was junge Leute von KTM haben möchten, wenn sie den Straßenmarkt betreten. Diese Fahrzeuge sind auf einem Level, wie er annähernd in Serie gehen wird. Natürlich kommen noch die ganzen STVO-Sachen dran, aber das ist das, was wir denken, dass den jungen Markt ansprechen wird. Hallo, ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Markus Jahn. Ich mache PR Offroad bei KTM. Und ich habe die große Ehre, etwas sehr Neues vorzustellen. Und wir sind sehr stolz darauf, eine 350 Motocross-Maschine zu präsentieren. Und wir und besonders die Rennabteilung glaubt, dass wir mit 350 Kubik einen sehr starken Hubraum gewählt haben, der alle Vorteile verbindet, die 250er an Leichtigkeit und Wendigkeit hat, aber nicht die Kraft kostet, die eine 450er momentan verlangt. Dieses Motorrad, die 350er, wird nächstes Jahr im Renneinsatz beim Werksteam zu sehen sein. Und das Motorrad wird ab 2011 als Serienmaschine erhältlich sein. Wir haben 350 Kubik, das Motorrad hat ein Linkage, Einspritzung und ist komplett entwickelt von Stefan Everts, der wirklich bei jedem Entwicklungsstep dabei war, seine 10 Weltmeistertitel alles reingelegt hat in die Entwicklung dieses Motorrades. Und deswegen sind wir besonders stolz drauf, hier auf der Messe, und wir merken auch an der Reaktion des Publikums, dass wir ein Motorrad am Start haben, das die Leute begeistert. Und wir glauben, dass wir mit 350 Kubik ein völlig neues Segment betreten und damit auch die Motocross-Welt ein Stück weit verändern.